Ich habe ein Selbstexperiment gestartet. In diesem Video habe ich komplett mit Hilfe von ChatGPT ein komplettes YouTube-Video gedreht. Ich habe dabei nichts selber erfunden. Alles, was ich in diesem Video nach dem Intro sage, ist komplett von ChatGPT entwickelt worden, geskriptet worden. Der Titel, das Thumbnail, die Videobeschreibung und Keywords habe ich alles erstellen lassen mit Hilfe der künstlichen Intelligenz. Wenn ihr so etwas interessant findet, bleibt einfach dran, es wird wirklich spannend. Herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man ein komplettes Video nur mit Hilfe von ChatGPT erstellen kann. Das klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber genau das habe ich in diesem Video getan. Ich habe ChatGPT meine Ideen und meine Worte vorgegeben und es hat das gesamte Skript für mich geschrieben. Ich werde dieses Skript jetzt Schritt für Schritt umsetzen und am Ende werdet ihr sehen, dass ich nicht einmal mehr selbst denken musste, um dieses Video zu erstellen. Das ist die Macht der künstlichen Intelligenz und ich kann es kaum erwarten, euch zu zeigen, wie einfach es ist, ein Video auf diese Weise zu erstellen. Schauen wir uns nun das von ChatGPT erstellte Skript an und sehen, wie es in ein vollständiges YouTube-Video umgewandelt werden kann. Hier das Skript. An dieser Stelle zeige ich euch jetzt einmal den gesamten Chatverlauf mit ChatGPT, damit ihr seht, wie ich das Video komplett skripten habe lassen und euch dann ein Bild daraus machen könnt, was ich denn tatsächlich selbst an Arbeit hatte und was ChatGPT wirklich für mich alles gemacht hat. Legen wir los. Ich habe zuerst einen neuen Chat eröffnet und habe geschrieben, ich bin YouTube Creator, ich möchte ein neues Video alleine mit Hilfe von ChatGPT erstellen. Dazu möchte ich gerne, dass du mir den Titel vorgibst, die Videobeschreibung erstellst, Keywords mit 500 Zeichen vorgibst und das komplette Skript für mich erstellst. In diesem Video möchte ich zeigen, wie man mit Hilfe von ChatGPT ein YouTube Video erstellen kann und das völlig automatisiert. Das war meine Vorgabe, das habe ich ChatGPT so vorgegeben, das war meine Frage. Daraufhin hat ChatGPT geschrieben, hallo, ich helfe gerne dabei, ein Skript für dein neues YouTube-Video zu erstellen. Basierend auf deinen Angaben könnte der Titel lauten, wie man automatisiert YouTube-Videos mit ChatGPT erstellt. Hier ist eine mögliche Videobeschreibung. In diesem Video zeige ich dir, wie du mit Hilfe von ChatGPT ein YouTube-Video erstellen kannst, ohne es manuell schreiben oder bearbeiten zu müssen. ChatGPT ist ein fortschrittlicher Sprach- und Textgenerator, der auf OpenAI-Plattform basiert und es Benutzern ermöglicht, Artikel, Blogbeiträge, Produktbeschreibungen und vieles mehr zu erstellen. Im Laufe des Videos zeige ich dir, wie du ChatGPT benutzen kannst, um ein Skript für dein YouTube-Video zu generieren und gebe dir Tipps zur Anpassung des Inhalts an deine spezifischen Bedürfnisse. Ich werde auch besprechen, wie man sicherstellt, dass das YouTube-Video die Zuschauer anspricht und welche Schritte erforderlich sind, um das Video auf YouTube zu veröffentlichen. Also hier habe ich quasi schon auf Anhieb mit einem Dreizeiler komplett eine fertige YouTube-Videobeschreibung generieren können. Dann hat er mir gleich einige Keywords genannt, die ich verwenden kann, um das Video zu optimieren. Das habe ich jetzt erstmal ignoriert an der Stelle, denn an der Stelle habe ich noch keine Keywords benötigt. Und dann hat es mir gleich geschrieben, hier ein mögliches Skript für dein Video. Hey Leute, willkommen zurück zu meinem Kanal. In diesem Video zeige ich dir, wie du mit Hilfe von ChatGPT ein YouTube-Video erstellen kannst, ohne es manuell schreiben und bearbeiten zu müssen. Abschnitt 1. Bevor wir beginnen, lass mich kurz erklären, was ChatGPT ist. ChatGPT ist ein fortschrittlicher Sprach- und Textgenerator, der auf der OpenAI-Plattform basiert und es Benutzern ermöglicht, Artikel, Blogbeiträge, Produktbeschreibungen und vieles mehr zu erstellen. Aber ChatGPT kann noch viel mehr als nur das. Abschnitt 2. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Teleprompter benutzt hätte und dann quasi ablesen würde, würdet ihr natürlich an dieser Stelle gar nicht merken, dass ich das jetzt ablese und ich könnte das 1:1 so wiedergeben, wie ChatGPT mir das jetzt in den Mund reinlegt, die Worte. Abschnitt 2. ChatGPT ist auch ein wertvolles Tool, wenn es darum geht, YouTube-Videos zu erstellen. Das Beste daran ist, dass es den Prozess vollständig automatisiert und dir Zeit und Mühe spart. Abschnitt 3. Hier ist, wie du ChatGPT verwenden kannst, um dein Videoskript zu generieren. Erstens, geh auf OpenAI auf die Website, melde dich an, wähle GPT-3 als Modell, gib das Thema deines Videos ein, gib eine kurze Beschreibung des Videos ein, lass ChatGPT das Skript generieren. Das ist genau das, was ich an der Stelle quasi gemacht habe. Ich habe eine kurze Vorgabe geliefert. ChatGPT hat eigentlich den Rest von selber geschrieben. Ihr seht, ich habe bisher noch kein einziges Wort mehr geschrieben. Das ist alles das, was ChatGPT jetzt schon geliefert hat. Und ich müsste es rein theoretisch nur noch ablesen und hätte somit schon ein fertiges Video. Es ist wichtig zu beachten, dass das von ChatGPT generierte Skript möglicherweise nicht perfekt ist und möglicherweise noch Anpassungen erfordert. Hier sind einige Tipps zur Anpassung. Dann gibt es noch ein paar Tipps. Lies das Skript gründlich durch, entferne alles, was nicht relevant ist oder nicht gut klingt, füge alle Informationen hinzu, die in deinem Video enthalten sein müssen und passe den Ton des Skripts an. Das könnte man jetzt wiederum optimieren, indem man dann wiederum schreibt, lasse diesen Satz weg oder schreibe in der Sie-Form, nicht in der Du-Form und so weiter. Dann würde ChatGPT das Skript weiter optimieren. Ich habe daraufhin geantwortet, klasse, das Skript kann ich so verwenden. Ich möchte in dem Video unseren Chatverlauf zeigen und möglichst alles verwenden, was ChatGPT mir vorgegeben hat. Lass uns doch einmal 5 Titelvorschläge erstellen. Gerne, sagt ChatGPT. Hier sind 5 Titelvorschläge für dein YouTube-Video, die du verwenden kannst. Erstens, automatisiertes Videoscripting, so erstellst du ChatGPT ein YouTube-Video in Sekunden. Zweitens, ChatGPT wie künstliche Intelligenz. Jetzt habe ich an dieser Stelle eben 5
wirklich coole Titelvorschläge bekommen. Ich habe daraufhin geantwortet, wie wäre es mit etwas Ähnlichem wie zum Beispiel dieses YouTube-Video hat ChatGPT komplett für mich erstellt. Daraufhin hat mir ChatGPT geantwortet, ja, das ist auch ein guter Titelvorschlag, hier sind einige Variationen davon. Und dann habe ich hier wiederum 5 Variationen bekommen. Ich könnte an der Stelle auch wieder antworten, gib mir weitere 5 Variationen oder 10, wie auch immer, oder mir gefällt die erste am besten, verfeiner die noch einmal und bring mir nochmal Untervorschläge. Hierauf zum Beispiel, ChatGPT hat mein YouTube-Video komplett erstellt, ohne mein Zutun. Und hier habe ich 5 Vorschläge bekommen. Ich habe daraufhin geschrieben, ich entscheide mich für folgenden Titel von ChatGPT erstellt, mein automatisiertes YouTube-Video-Experiment. Diesen Titel findet ihr jetzt auch hier in dem Video als wirklichen Titel, den habe ich so 1:1 verwendet. Daraufhin hat ChatGPT geantwortet, super, das klingt gut, hier ist eine mögliche Videobeschreibung, die du für dein Video verwenden könntest. Jetzt bekomme ich nochmal eine detailliertere Videobeschreibung, die besser zum Titel passt, ohne dass ich nochmal danach gefragt habe, also wirklich cool. Ich habe jetzt vorher zwar schon eine Videobeschreibung gehabt, diese war aber noch nicht ganz so genau, wie ich es haben wollte, denn ich wollte in der Beschreibung, dass ich ein Video skripten lasse, welches komplett ChatGPT für mich gemacht hat. Und hier wird es jetzt nochmal verfeinert. Jetzt wird mir vorgeschlagen, in diesem Video zeige ich euch, wie ich mit Hilfe von ChatGPT ein komplett automatisiertes YouTube-Video erstellt habe. Dafür habe ich mich mit einem Chatbot ChatGPT unterhalten und ihm lediglich das Thema des Videos genannt. Innerhalb von Sekunden hat ChatGPT ein vollständiges Skript für mein Video erstellt. Ich musste kein einziges Wort selbst schreiben. In meinem automatisierten YouTube-Video-Experiment präsentiere ich euch das von ChatGPT erstellte Skript und zeige euch, wie ich es in meinem Video integriert habe. Ich werde auch einige der besten Keywords teilen, die ChatGPT für mich generiert hat, um sicherzustellen, dass das Video in den Suchergebnissen gut rankt. Wenn ihr euch für automatisierte Prozesse und die Zukunft der künstlichen Intelligenz interessiert, dann ist dieses Video definitiv etwas für euch. Lasst uns gemeinsam einen Blick darauf werfen, was ChatGPT für die Zukunft der Videoproduktion bedeutet. Genau diesen Text, also den habe ich mir jetzt quasi hier einmal markiert und kopiert, den findet ihr jetzt unten in der Videobeschreibung 1:1 übernommen. Wirklich cool, ich musste hier nichts weiter machen und es trifft eigentlich genau den Inhalt dieses Videos. Ich wollte einfach zeigen, dass ich für das Video eigentlich nur eine Idee hatte und alles andere hat mir ChatGPT vorgegeben. Jetzt habe ich wiederum geschrieben, perfekte Einleitung, diese werde ich 1:1 verwenden, denn ich möchte möglichst nichts selbst tun. Daraufhin hat ChatGPT geantwortet, verstanden, ich helfe dir gern dabei, das Skript für das Video zu erstellen. Hier ist das vollständige Skript, das du verwenden kannst. Auch hier, ich habe noch nicht mal nach dem Skript gefragt, sofort wird es mir schon vorgegeben und es ist wirklich quasi schon perfekt. Hier ist noch eine kleine Offenbarung, ich bin ein von OpenAI entwickelter Chatbot und so weiter, das muss ich jetzt nicht genauer vorlesen. Jetzt geht's los, Einleitung. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich mit Hilfe von ChatGPT ein vollständiges YouTube-Video automatisiert erstellt habe, ohne dass ich ein einziges Wort selbst schreiben musste. Wie habe ich das gemacht? Nun, ich habe lediglich einen Chat mit meinem Chatbot ChatGPT gestartet, ihm das Thema des Videos genannt und innerhalb von Sekunden hatte ich ein vollständiges Skript vor mir liegen. Es ist wirklich unglaublich, wie künstliche Intelligenz die Videoproduktion revolutioniert. Das ist das, was ich vorhin am Anfang des Videos nach dem Intro bereits 1:1 vorgelesen habe. Ihr habt es gemerkt, weil ich nicht genau in die Kamera geschaut habe. Aber darum soll es in dem Video nicht gehen. Ich könnte jetzt auch einen Teleprompter verwenden und dann hätte ich genau reingeschaut, abgelesen und ihr würdet noch nicht mal merken, dass ich das 1:1 ablese. Aber ich möchte euch ja zeigen, dass es so funktioniert und euch jetzt nicht vorgaukeln, dass ich das Video aus dem Kopf heraus vorspreche, sondern ich zeige euch, ich lese es ja wirklich nur ab. Jetzt kam ja der Hauptteil und dann wollte ChatGPT, dass ich das Skript einblende. An dem Teil sind wir jetzt eben gerade. Ich habe euch aber nicht nur das Skript gezeigt, sondern einmal den gesamten Chatverlauf, weil ich ja genau zeigen möchte, was ich genau machen musste, damit im Endeffekt das Skript fertig vor mir liegt mit Titel und Co. Jetzt fahren wir weiter fort. Ich würde jetzt einfach wieder vorlesen und so tun, als hätte ich mir dasselbe alles ausgedacht, was ich jetzt sage. Wie ihr sehen könnt, ist das Skript vollständig und bereit, in mein Video umgewandelt zu werden. ChatGPT hat die wichtigsten Punkte aufgeführt, um ein ansprechendes und informatives Video zu erstellen, einschließlich einer Einleitung, eines informativen Hauptteils und einer zufriedenstellenden Schlussfolgerung. Aber das ist noch nicht alles. ChatGPT hat auch einige der besten Keywords generiert, die in der Videobeschreibung und in den Text verwendet werden können, um sicherzustellen, dass das Video in den Suchergebnissen gut rankt. Hier sind einige von ChatGPT generierte Keywords. Hier könnte ich jetzt die Keywords und so weiter einblenden, aber an der Stelle fand ich die noch nicht ausreichend, weil für die Tags von YouTube, für YouTube-Videos braucht man 500 Zeichen, das kommt jetzt dann gleich noch. Jetzt lese ich wieder weiter vor. Wie ihr sehen könnt, decken die Keywords ein breites Spektrum an Themen ab, die im Video behandelt werden. Mit diesen Keywords können wir sicherstellen, dass das Video von vielen Menschen gefunden und angesehen wird. Schlussfolgerung. Und das war's schon. Mit ChatGPT ist es unglaublich einfach, ein vollständiges YouTube-Video zu erstellen, ohne ein einziges Wort selbst schreiben zu müssen. Es ist erstaunlich, wie künstliche Intelligenz die Videoproduktion revolutioniert. Ich hoffe, ihr fandet dieses Video interessant und informativ. Wenn ihr Fragen habt oder weitere Informationen benötigt, hinterlasst bitte einen Kommentar unten. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Jetzt könnte ich das Video an der Stelle beenden, aber mir war das noch nicht alles so ganz gut genug. Ich habe jetzt nochmal weitergemacht.
Bitte beachte, dass du das Skript gerne auch an deine Bedürfnisse anpassen kannst, wurde mir jetzt noch empfohlen. Ich habe daraufhin geantwortet, genial, danke, jetzt habe ich schon den Titel, die Videobeschreibung und das Skript. Zwischendrin werde ich den Chatverlauf zeigen, damit die Zuseher sehen können, dass alles, was ich sage, von ChatGPT stammt. Bis auf meine Kommentare stammt ja alles von ChatGPT, wie ihr seht, ich zeige es euch an der Stelle. Jetzt wurde mir geantwortet, das klingt super, es ist großartig, dass du den Chatverlauf auch in deinem Video zeigen wirst. Das wird den Zuschauern noch mehr Vertrauen in die Automatisierung von ChatGPT geben. Wenn du möchtest, kann ich dir auch einige Tipps geben, wie du den Chatverlauf in deinen Videos am besten darstellen kannst. Jetzt habe ich aber gesagt, danke, das schaffe ich schon alleine, so auf die Art. Aber was jetzt noch fehlt, sind Keywords. YouTube erlaubt hier maximal 500 Zeichen, bitte generiere mir diese noch. Also Keywords sind an der Stelle Wörter, die dem Algorithmus ein bisschen helfen, in der Suche gefunden zu werden. Daher sind sie nicht ganz so unwichtig. Und ich habe immer gerne mir welche bisher selbst ausgedacht. An der Stelle hat es ChatGPT für mich gemacht. Hier wurden jetzt verschiedene Keywords aufgezählt. Hier steht auch wieder, ich bitte beachte, dass ich das Ganze anpassen kann. Ich habe darauf hingeschrieben, bitte schreib sie mir aber noch Komma getrennt auf, weil ich brauche diese zum Reinkopieren bei YouTube, einfach Komma getrennt. Zack, klar, hier sind die Keywords Komma getrennt und hier wurden mir einfach alle nochmal Komma getrennt nacheinander aufgezählt. So kann ich diese jetzt einmal hier markieren und kopieren oder einmal so und rechte Taste kopieren und in meinem YouTube-Video im YouTube-Studio dann auch einfach einblenden. Ich habe jetzt das Ganze einmal in den Editor eingegeben und habe festgestellt, es sind nur 344 Zeichen. Ich habe dann geschrieben, geht da noch mehr, geht da noch was? Ja, natürlich kann ich noch weitere vorschlagen. Daraufhin hat mir ChatGPT wieder eine ganze Liste mit Keywords geschickt und dann auch von selbst, also schon mitgelernt und hier auch nochmal Komma getrennt und dann hat es mir ChatGPT nochmal alles zusammengefasst, Komma getrennt, nochmal aufgeführt. Also genial, wie weit ChatGPT schon an der Stelle denkt und auch gleich Komma getrennt und auch noch die Keywords von davor mit dazu nimmt. Wirklich cool. Jetzt sagt er mir aber selber, es sind 594 Zeichen, ich kann aber auch gerne alles anpassen und kürzen. Ich habe daraufhin geantwortet, lass bitte noch 3 bis 4 Wörter weg, damit wir nicht über 500 Zeichen kommen, aber möglichst nah heran. Daraufhin hat mir ChatGPT gesagt, klar, ich kann dann eine gekürzte Version der Keywordliste anbieten, die unter 500 Zeichen liegt. Hier dann ein paar Wörter, die er weglassen würde quasi. Hier sind die restlichen Keywords und so fort wieder Komma getrennt aufgezählt. Es behauptet jetzt an der Stelle, es sind 497 Zeichen, ich habe es wieder in einem Editor eingegeben. Habe festgestellt, es sind über 600, habe es dann aber aufgegeben an der Stelle, habe dann geschrieben, ich lösche dann selbst welches, passt immer noch nicht. Daraufhin hat sich ChatGPT bei mir entschuldigt, dass die Anzahl nicht stimmt und dass die Berechnung je nachdem unterschiedlich in den Tools ist. Und ich soll halt einfach dann selbst abändern, wie ich möchte. Ich habe jetzt daraufhin noch geschrieben, kannst du noch Vorschläge für ein aussagekräftigeres Thumbnail geben? Also das ist das Titelbild fürs Video, das möglichst viele Menschen anklicken. Daraufhin hat mir ChatGPT geantwortet, klar, gerne, hier sind aussagekräftige Thumbnail-Vorschläge. Ein Screenshot von ChatGPT mit einem Text, der sagt, ChatGPT erstellt dieses YouTube-Video allein. Oder zweitens ein Screenshot von einem Roboterarm, der eine Kamera hält mit dem Text automatisierte YouTube-Videoproduktion mit ChatGPT. Hier wurden mir jetzt wieder Vorschläge gebracht. Und gleich auch noch Tipps, stelle sicher, dass das Thumbnail klar auffällig visuell ansprechend ist, verwende gerne auch Farben, die die Aufmerksamkeit erregen, wie zum Beispiel Rot oder Gelb. Das Thumbnail sollte auch den Inhalt des Videos widerspiegeln und zum Anklicken einladen. Cool, werden sofort gleich auch Vorschläge gebracht. Ich habe daraufhin überlegt, was mache ich jetzt? Ich könnte jetzt natürlich noch in Midjourney gehen und von der KI ein Foto generieren lassen, aber das würde jetzt den Inhalt dieses Videos sprengen. Daraufhin bin ich auf Pixabay gegangen und habe einfach mal eingegeben, Roboter, Kamera, und Video, weil ich fand es jetzt einen guten Denkansporn, irgendwas mit Roboter, habe es eingegeben, habe mal gesucht, was gibt es so für Gratisbilder und habe mich eigentlich sofort in dieses Bild hier verliebt. Dieses Bild ist kommerziell frei nutzbar, ich habe es heruntergeladen und habe es dann, ich blende es euch hier ein, in mein Thumbnail Creator Programm eingegeben, habe dann einen Text dazu geschrieben und habe daraus mein Thumbnail gemacht. Wirklich cool, ging ratzfatz. So hätte ich überlegen müssen, was könnte ich denn verwenden, aber aufgrund der Idee, die ChatGPT geliefert hat, Roboter und Video, passt perfekt, bin ich da drauf gekommen. Dann habe ich geschrieben, ich habe ein Foto gefunden, welches einen Roboter und einen Videofilm zeigt, das nehme ich. Welche Textvorschläge hast du für das Bild? Dann hat mir ChatGPT geantwortet, super, das klingt nach einem passenden Bild. Hier sind einige Textvorschläge, die du auf dem Thumbnail verwenden kannst. Und dann kamen wieder einige Vorschläge. Auch hier könnte ich wieder sagen, bring mir noch mehr Vorschläge, verfeinere diese, sei ein bisschen kreativer, sei frecher, sei lustiger. Also das könnte ich dann nochmal machen, habe ich an der Stelle aber jetzt erstmal nicht. Die Vorschläge lauteten zum Beispiel mein erstes automatisiertes YouTube-Video oder wie ich mein YouTube-Video mit KI erstellt habe und so weiter. Dann wieder, stelle sicher, dass der Text auf dem Thumbnail leicht zu lesen ist und gut sichtbar ist. Verwende gerne auch Farben, die mit dem Bild harmonieren und zum Anklicken einladen. Viel Erfolg beim Erstellen deines YouTube-Videos. Auch hier wieder Zusatzinfos und Tipps und Tricks, nach denen ich gar nicht gefragt habe, aber ist ja nicht schlecht. Ich habe daraufhin geantwortet, die sind etwas lang, ich nehme mein YouTube-Experiment mit ChatGPT, weil ich fand einfach, die kriege ich nicht so gut rein. Von der Schriftgröße her habe ich selber noch mal ein bisschen kürzeren und dann kriege ich auch sofort ein Feedback.
Das klingt auch super. Kurze, prägnante Texte auf einem Thumbnail können oft sehr effektiv sein. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem YouTube-Video. Cool. Also ich kriege auch gleich ein Feedback. Ich könnte auch nochmal nach einem Feedback fragen, aber das passiert so gesehen eh schon automatisch. Bevor ich zum Ende komme, scrolle ich mal eins weiter, weil das kommt jetzt dann zum Schluss. Ich habe jetzt hier nämlich noch einen Einwand gehabt, weil ich dann am Ende irgendwie festgestellt habe, so 100% perfekt habe ich das Gefühl, ist die Vermittlung des Inhalts noch nicht. Also habe ich daraufhin nochmal gefragt. Ich habe mir das Skript jetzt nochmal durchgelesen. Ich finde jetzt auf einmal, dass die Zuschauer nicht sofort merken, dass ich in diesem Video nur sage, was ChatGPT mir vorgegeben hat. Kannst du mir das Skript noch einmal etwas verfeinern, sodass die Zuschauer gleich am Anfang verstehen, dass ich in diesem Video aufzeige, wie man nur mit Hilfe von ChatGPT das Video komplett skriptet und erstellt, indem ich genau das in diesem Video auch getan habe. Ich wollte also, dass wenn ich vorlese, dass die Zuschauer sehen, dass das, was ich gerade tue, eigentlich schon von ChatGPT gemacht wurde und ich aber parallel gleich das auch zeigen möchte. Also Film im Film so gesehen, ist ein bisschen schwer zu erklären, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Jetzt wurde mir geantwortet, klar und so weiter. Jetzt kam die neue Einleitung, der neue Teil, den ich jetzt eigentlich am Anfang des Videos hätte sagen müssen. Herzlich willkommen zu meinem YouTube-Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man ein komplettes Video nur mit Hilfe von ChatGPT erstellen kann. Das klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber genau das habe ich in diesem Video auch getan. Ich habe von ChatGPT meine Ideen und meine Worte vorgegeben und es hat das gesamte Skript für mich geschrieben. Ich werde dieses Skript jetzt Schritt für Schritt umsetzen und am Ende werdet ihr sehen, dass ich nicht einmal mehr selbst denken musste, um dieses Video zu erstellen. Das ist die Macht der künstlichen Intelligenz. Und ich kann es kaum erwarten, euch zu zeigen, wie einfach es ist, ein Video auf diese Weise zu erstellen. Perfekt, danke, gern geschehen, viel Erfolg mit deinem Video. Das war der Chat. Das war jetzt quasi die Einleitung, die ich nochmal verfeinert habe, damit ihr auch gleich seht, um was es in dem Video geht. Ich fand, es ist noch ein bisschen prägnanter und erklärt das Ganze noch ein bisschen besser. Jetzt gehe ich nach oben zum Schlussteil, weil ich eigentlich vorher den Chat schon beendet hatte. Ich habe hier jetzt noch darum gebeten, dass ChatGPT mir noch den Schlussteil formuliert, indem es sagt, dass ihr einen Daumen nach oben da lassen könntet und den Kanal abonnieren und so weiter. Das mache ich jetzt an dieser Stelle. Ich verabschiede mich auch dann schon mal und lese jetzt den Endteil vor, so als hätte ich ihn mir selber ausgedacht. Und damit sind wir auch schon am Ende meines ersten automatisierten YouTube-Videos angelangt. Ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend wie ich und konntet etwas Neues dazulernen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch mehr von mir und meinem ChatGPT-Experimenten sehen wollt, dann abonniert einfach den Kanal und aktiviert die kleine Glocke, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Ich bedanke mich herzlich bei meiner Community für die Unterstützung und freue mich schon auf weitere tolle Videos mit euch. Bis zum nächsten Mal und ciao.